Hallo ihr Lieben. Ja, ich begrüße euch. Oh je, ich habe schon richtig Bammel. Also ich begrüße euch bei diesem 122-teiligen Holzpuzzle, was dann mal ein Grammophon geben soll. Also ich muss euch vorwarnen, ich habe sowas in dieser Art tatsächlich noch nie gemacht und es wird bestimmt lustig. Ihr wisst ja, ich liebe es, in so unerwartete Projekte zu starten und nicht zu wissen, was passiert. Es wird sicherlich, denke ich mal, so zwei, drei Videos davon geben. Ihr wisst ja, kann nicht allzu lange filmen. So. Dann werde ich jetzt mal gucken. Also es fängt ja schon mal an hier. Also das ist die Beschreibung, ja? So, so soll das mal aussehen. Und es ist hier aufgeführt in Chinesisch und in Englisch. Ja. Da gibt es so eine T1. Wo ist denn diese T1? Wo soll das denn sein? Das fängt schon mal an. Himmel. Ihr seht das doch auch, oder? Da ist doch so eine T1. So eine T1 hier in der Ecke drin. Das heißt, irgendwie ist das so eine Art kleines Werkzeug oder so, mit dem ich. Aha, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. T1, genau. Und zwar löse ich das jetzt mal hier raus. T1. Genau. Und das soll anscheinend irgendwie so behilflich sein, wenn ich so kleine Sachen irgendwie festdrücken muss oder so. Aller gut. So, dann fangen wir mal an. Und zwar sehe ich hier, ist es einmal eine B8 und einmal eine B13 und viermal die C7. Oh Gott. Also, ich schiebe mir das auch hier einfach immer so ein bisschen rum, weil diese Einzelteile sind wirklich ziemlich leicht in dieser Schablone drin. Wenn ich jetzt eine ganze Schablone aufhebe, kann es sein, fallen mir die ganzen Teile durch. Deswegen schiebe ich das immer so ein bisschen am Tisch rauf und runter. Also, wir haben einmal die B8. Ah, das ist die B8. Da haben wir sie, die B8. So, na komm mal du her. Yes. So, B8. Und dann haben wir noch eine. Warte mal. B8 und die B13. Also, ihr seht es hier zum Beispiel. Die B8 ist zum Beispiel hier. Genau auf dieses Einzelstück draufgebrannt. Und dann gibt es hier, wie bei der B13, ist noch mal so ein kleiner Pfeil nebendran. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dieses äußere Teil die B13 ist. Also man kann das sehr gut erkennen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die rutschen nämlich hier so ein bisschen hin und her. Und deswegen ist es, wenn ihr das auch mal machen wollt, am besten wirklich ein Tisch, glatter Tisch, wo ihr das dann quasi ja, rausmachen könnt. So, jetzt muss ich aber Acht geben. Da ist nämlich noch ein anderes Ding dazu. Das brauchen wir jetzt, denke ich mal, noch nicht. Also hier ist auch diese B14 integriert zu B13. Das heißt, B14 brauche ich noch nicht. Das kommt dann hier wieder am besten zurück. So, jetzt wird es spannend. Jetzt habe ich die B8 und die B13. Und jetzt brauche ich viermal die C4. Oh, wo ist denn die C4? Nee, nicht C4, oh Gott. Hier,
4 mal die C7. Meine Güte. wo ist denn die C7? Also hier ist es schon mal nicht dabei. Das ist alles mit B. Die C7 haben wir gesagt. Ah, hier, da oben. Da oben, das ist die C4. Okay, und das sind alles so Einzelteile. Oh Gott, das sind ja so Mini-Mini-Dinger. Okay, dafür nehme ich jetzt mal mein Werkzeug. Und ich glaube, ich... Oh Gott, das ist gerade durch die Gegend geflogen. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, also lieber nach unten drücken. Ich habe jetzt eben gerade, als ich das erste raus habe, habe ich die Schablone angehoben, habe gedrückt und es ist einmal quer durch die Küche geflogen. Aber es ist... Ich seh. So, da bin ich wieder. Eben hat mich mein Handy rausgeschmissen, weil ich zu nah mit dem Arm jetzt am Auslöser dran war. So, und jetzt gucken wir mal. Also ich habe jetzt für den ersten Schritt... Für den ersten Schritt habe ich jetzt alles zusammen. Ich habe 4-mal die Mini-Mini-Dinger hier von der C7. Ich habe eine B8 und eine B13. So, und jetzt geht es darum, wie mache ich das jetzt zusammen? Okay, die B8, die hat an jeder Ecke kommt eine C7 und dann kommt das B13 drauf. Naja, also scheint dir jetzt wohl nicht so schwer zu sein. Okay, und ich gucke mir das jetzt hier nochmal an. Also das sind die kleinen C7, die sind am Kopf etwas breiter und unten am Fuß schmal. Das heißt, ich habe hier auch etwas Breites, also demnach kommt das breite Ende von dem kleinen Ding hier rein. Und das schmalere kommt dann hier rein. Also dürfte ja jetzt nicht so schwer sein, ne? So, also, das heißt, ich... Oh, ich habe ein bisschen Angst. Das heißt, ich friemel das jetzt hier irgendwie hier so rein. Ah, okay, das geht aber gut. Wenn man das mal getroffen hat, dann ist alles gut. Okay, machen wir das nächste auch. Ja, das geht auch gut. Okay, dann drehe ich das mal rum. Das geht ein bisschen schwieriger, aber ist alles gut. Und das letzte. No. So. Und jetzt muss ich darauf Acht geben, wie ich das jetzt halte, richtig? Also wenn ich mir das jetzt anschaue. Okay. Wenn ich mir das jetzt anschaue, seht ihr, ihr müsst euch auch die Dinger genau anschauen. Und zwar, ich zeige es euch hier nochmal. Seht ihr, hier unten ist eine Aussparung und in der Mitte auch. Und das hier unten auf der Zeichnung, da ist hier unten die Aussparung. Da. Also wenn ich das jetzt drehen würde, das Teil hier, so, dann wäre es verkehrt, ne? Weil dann die Aussparung oben ist. Und hier oben auf der Zeichnung ist aber keine. Also da muss man wirklich ganz arg drauf achten, dass man auf die kleinsten Details achtet. So, und jetzt werden wir das mal zusammenfügen und hoffen, dass es klappt. So, und es scheint, glaube ich, ja, eigentlich egal zu sein, wie ich das drumherum mache. Ob so oder so, Ich würde es jetzt mal so machen. Und das mache ich jetzt mal zusammen, richtig? Oh Gott, hoffentlich stimmt es.
Himmel, wenn ich das jetzt zusammen mache und es war falsch, dann kann ich alles wegschmeißen. Ich glaube, das war aber richtig. Okay, muss ja, muss ja, muss ja, muss ja. Ist alles gut. So, also nun Mut und zusammendrücken. So, fertig. Jetzt geht nichts mehr. So, das erste Teil habe ich zusammen gemacht. Und dann gehen wir doch gleich mal weiter. Jetzt brauche ich einmal die B11 und eine B4. Das hört sich ja jetzt erstmal. Nee, Quatsch, das ist doch eine 14. Meine Güte, habe ich schon eine Brille auf? B11 und die B14. So kann ich mir das merken. B11 und B14. Ha. Das ist einmal dieses kleine Teil. Das ist die B14. Und jetzt brauche ich noch die B11. Da haben wir sie. Die B11. So. So, und was mache ich jetzt mit denen? Okay, die B11 kommt dann. Hä? Ah. Okay, die B11 und die B14, die werden letztendlich so ineinander gesteckt. Aber zuerst kommt die B14 hier so durch. Oh Gott, ich hoffe, das stimmt. Oh, das geht aber schwer. Himmel, stimmt das auch, was ich da mache? Ja, geht nicht anders, stimmt? Okay. Ja, dann ein bisschen beherzter. Komm, auf geht's. Ja, genau, jetzt geht's. Also nur Mut, ja? Ich glaube, man kann da nicht so viel kaputt machen. So, und jetzt wird hier hinten dran. Genau, kommt jetzt dieses Teil. Jo, passt. Ich mache es noch mal ein bisschen besser zusammen. So, man sieht hier auf dem Bild dann einmal die Rückseite. Passt doch, oder? Ja, ist alles genau richtig auch. Und man sieht einmal die Vorderseite. Passt auch. Sehr gut. Oh, wie cool. Also das erste Teil haben wir schon mal fertig. Naja, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich hier das zweite Teil. Das ist C1, C2, C3 und die B23. C1, C2, C3. C1, C2, C3. Komm, C3. Und die B23. Na, nö. Hopp. Na gut, lass mal dich erstmal so liegen. So, also. Nochmal Kontrolle. C1. C2, C3 und die B23. Die C3, die steht hier quasi so aufrecht. Dann kommt die C1 und das wird wohl hier irgendwie so miteinander verkeilt. Jetzt gucke ich aber auch noch mal ganz genau, dass ich das richtig mache. Genau. Hier ist so ein Knöpfchen.
Und da ist auch so ein Knöpfchen. Also da muss ich gucken, dass es in der Richtung, wobei geht ja anders gar nicht. Egal. So. Also ihr müsst immer wirklich genau darauf achten, wenn auch so kleine Öffnungen sind, dass die jetzt zum Beispiel nicht so oben steht. Ne? Sondern es ist hier auch auf der Zeichnung, ist es ja auch unten. Also müssen wir ganz arg aufpassen, dass das ganz genau stimmt. So, also ich habe hier die C3 und die C1. Das kommt jetzt mal. Oh, nicht kaputt machen. Nicht futsch machen. Bisschen mehr mit Gefühl, bitte. Ah, das wäre natürlich schade, wenn mir das jetzt hier reißt. Mensch. Ich will aber, dass du da jetzt reingehst. Jetzt habe ich es. Also man muss da wirklich teilweise mit Fingerspitzengefühl dran. Das ist ja im Prinzip so wie so eine ganz dünne Spanplatte. Und dann kann das, es geht nicht schnell kaputt, aber es reißt so ein bisschen leicht ein. Also ich hätte, wenn es jetzt Plastik gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich abgesprengt. Aber so ist es okay. So, dann haben wir die C2. Und da hätte ich es jetzt fast falsch machen wollen, aber das geht nicht, weil da muss auch diese Träne nach vorne zeigen. Da haben wir jetzt das gleiche Problem, dass ich da jetzt vorsichtig arbeiten muss. Es muss ja irgendwie auch so ein. Ah, das geht aber jetzt besser. Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen halten, ne? So. Und das Ganze kommt jetzt. Auf diese B23. Okay, und wird es einfach. Hä? Also B23, wie liegt denn das auf? Da ist ja so ein Griffel oder so ein. Das sind ja solche Rillen, seht ihr das? Hier sind auch so Rillen. Ich denke, das ist das hier. So, und das kommt jetzt. Ah, das kommt so drauf. Kommt das so drauf? Einmal. Ah, ja, jetzt habe ich es. Also das kommt einmal hier so rein. Warte mal, ich mache das hier mal ein bisschen weg. So eine kleine Spitze. So. Also letztendlich muss der Boden jetzt hier so rein. Das heißt, diese Nase kommt hier in die Aussparung rein. Jawohl, drin ist sie. Dann wird das hier zusammengefügt. Oh, Himmel. Shit. So. Nee, Verkehr. Alter Schwede. Das war jetzt verkehrt. Ah, das ist genau das, was mir absplittern wollte. So, und du musst da bitte schön jetzt auch rein. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ah ja, also das klickt auch noch mal. Wenn man es ganz fertig gemacht hat, klickt das auch noch mal so richtig ineinander. Habt ihr das gehört? So ein bisschen klick, klick. Ja, also das darf ruhig sein. Jo, dann haben wir das auch fertig.
Yes, ich bin jetzt schon total überfordert. Aber es macht mega Spaß, wirklich. Aber muss ich echt die Zeit nehmen? Und jetzt liegen bei mir jetzt hier die Dinger auf dem Tisch. Und ich gucke jetzt mal, dass ich die Schablonen wieder aufeinander lagern kann. Und werde dann die nächsten Tage noch ein bisschen dran rum arbeiten und euch natürlich mitnehmen. Aber es macht mega Spaß. Und nochmal zur Erinnerung, also das ist, durfte ich mir aussuchen von DIY Digital Art, dieses Grammophon, dieses Holzpuzzle. Und ja, also es macht echt Spaß. Man muss ganz genau arbeiten, aber es ist echt toll. Also bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Und ich hoffe euch auch. Und da dürft ihr gespannt sein, wenn ich euch da weiter mitnehme. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch ganz lieb und hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt bitte gesund und habt viel Spaß mit euren Handarbeiten, Basteln, wie auch immer. Habt Spaß dabei und lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Sabrina. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen weitergemacht. Also man kann ja tatsächlich nicht aufhören. Ich musste mich jetzt wirklich bremsen. Und ihr seht, ich habe auch ein-, zweimal zu feste dran gearbeitet. Also es ist sehr filigran. Man muss tatsächlich bei ein, zwei Stellen ist mir das hier so ein bisschen eingerissen. Aber jo, also auch hier oben der Arm, ja, der ist mir hier, da habe ich den aber zu sehr aus der, also ich habe den einfach falsch gehalten, als ich das hier zusammengebaut habe, sonst wäre das garantiert nicht passiert. Man muss trotzdem gut aufpassen, es ist halt sehr filigran, aber es macht wirklich Fun. Also es ist echt toll, auch hier mit der Schublade, also es ist echt goldig. So, jetzt wollte ich euch aber auf jeden Fall weiter mitnehmen, bevor ich das noch hier ganz alleine fertigstelle und dann seid ihr vielleicht traurig, weil ich hatte ja versprochen, euch mitzunehmen. So, wir sind inzwischen, habe ich die Nummer 5 komplett abgeschlossen. Das war hier die Nummer 5. Da musste man den Schallplattenteller sozusagen aufsetzen und dann hier noch den Arm noch basteln. Den habe ich dann hier zusammen gemacht. Und jetzt nehme ich euch mit der Nummer 6 oder ab der Nummer 6. So, da haben wir einmal die D6. Where are you, Day 6? Ah, das ist das ganze große Ding hier. Kann ich euch noch ein kleines bisschen, dass ihr besser sehen könnt. So. Die D6. Mal vorsichtig herausmachen. Vorsichtig hier abtrennen, genau. Also auch beim Raustrennen muss man da wirklich aufpassen. Ja, super. Jo, Werkzeug kaputt. Also muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Mit viel Fingerspitzengefühl muss man das hier raustrennen. So, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, aber das hier brauchen wir. Also ich habe schon festgestellt, auch bei dem Arm, dass hier. Dass wenn das so längliche Teile sind, dann ist es wirklich ein bisschen filigrane Futzelarbeit. Da muss man echt aufpassen. Ich hoffe jetzt, dass mir das nicht nochmal passiert, dass ich irgendwas kaputt mache oder es sich zumindest mal in Grenzen hält. So, dann haben wir dieses Teil. Das gibt dann später hier das Ohr vom Grammophon sozusagen. Und da setzen wir jetzt hier in die Mitte das C4. Wo haben wir das denn? Das C4. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal schauen, da gibt es einmal das C4 und da gibt es aber noch mal ein C4. Also zweimal. Einmal. Zweimal. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob wir das zweite C4 noch irgendwo brauchen oder ob es damit
jetzt abgeschlossen ist, dass ich mir das hier raushole. C4. Sieht aber so aus, wie wenn das nur 1 wäre. Ah ja, da ist, glaube ich, noch ein zweites. Ja, da ist, glaube ich, noch eins. Ah, die sind unter... Hä? Sind die gleich oder sind die? Die sind doch gleich. Okay, warte mal. Kommt hier irgendwo noch ein C4? Sieht nicht so aus. Die kann man auch nicht zusammenstecken. Okay, C4. Also das kommt auf jeden Fall mal hier so rein. Ja, genau. Und zwar, so wie das aussieht, relativ weit nach hinten. Oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache. Ja, genau. Soll ich jetzt das zweite auch noch draufsetzen? Es ist jetzt hier nicht ersichtlich, ob 1 oder 2. Ist das irgendwo zu sehen? Ich hole mir mal kurz dieses Bild nochmal daher. Ah, da kann man es aber leider nicht sehen, glaube ich. Das wäre dann so. Tja, da stehe ich jetzt tatsächlich vor einem Rätsel, weil normalerweise würde er mir jetzt hier anzeigen bei C4. Dass es ja eigentlich 2 sein müssten, weil ich habe 2. Na, ich mache jetzt einfach mal mit einem weiter. So, und dann brauche ich 2-mal die A2. Wo bist du? A2, wo bist du? A5, A4, ah, da ist es, A2. Das sind diese kleinen Teilchen hier. So, vorsichtig rausbrechen. Einmal. Und 2-mal. Das kommt hier wieder rein. So. Und zwar... Muss ich jetzt mal gucken, wie man die aneinander hält. Also das sieht man hier auch auf der Zeichnung. Die Spitzen, die zeigen alle nach innen. Also müsste es im Prinzip ja dann so sein. Richtig. Genau, und die werden zusammengefügt mit einer C9. Jetzt tue ich das mal wieder zurück hier, weil das ist ja vielleicht zu viel. Und gehen zu einer C9. Das ist eine C9 hier. Und das sind auch 2 C9er. Jetzt machen wir das erstmal so. Und zwar... geht das hier? Hier. Durch die 2 mittleren in der Mitte, wenn ich das richtig gesehen habe, geht das eine hier und das andere. Ihr seht nichts, gell? Das andere hier. Genau. So. Und dann
Und dann wird das quasi irgendwie hier so draufgesetzt, richtig? Ja. Aber da fehlt noch eins, und zwar fehlt uns da noch die. Sind das denn für kleinere Dinger? Also, das wird dann letztendlich so draufgesetzt als zwei. Ah, viermal die A3. Ah, die habe ich da gesehen. Viermal die A3. Also ihr seht, ich gehe schon etwas konzentrierter an die Sache ran, weil man sich da wirklich jetzt ein bisschen konzentrieren muss. Also generell ja konzentrieren, aber das ist ja jetzt schon quasi schon so die das Finale hier. Also nicht ganz, aber. Und ich will jetzt auch vor allen Dingen an dem Grammophon Schallarm sozusagen, will ich da jetzt auch keinen Fehler machen. Und zwar zeigen die ja dann letztendlich alle irgendwie nach außen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das wäre dann so und das geht dann. Hilfe. Wie geht das denn dann rein? Das muss da in die Ecke rein. So vielleicht. So. Ah ja, so könnte es gehen. Eins. Dann zwei. Gespannt, ob das richtig ist. Dann die. Ach so, so geht es natürlich auch. Warte mal. Ich glaube, das war falsch. Nochmal weg. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das müsste so rein. Nee, aber die Dinger müssen ja nach. Nee, diese Dinger, die gucken nach innen. Die Dinger gucken nach innen. Dann ist es schon richtig so, wie ich es gemacht habe. Einmal. Also da seht ihr, ne? Eigentlich tendiert man so aus dem Gefühl heraus zu was anderem. Aber wenn man sich dann die Zeichnung ansieht, dann sieht man sehr wohl, dass es so stimmig ist. So, drei. Hier. So. Und jetzt heißt es hier zusammen. Zusammenbringen. Oh. Ich glaube, das wird ein bisschen kniffelig. Zusammengehen. Ja, es geht. Ist das noch weiter zusammen? Nee, das geht, glaube ich, ein kleines bisschen vielleicht noch. Leute, ich glaube, so müsste das sein. Ne? Also sieht es, oder zumindest sieht es mal gut aus, oder? Ja, also macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich lege es mal vorsichtig jetzt hier ab. Okay, also ich habe letztendlich zwei jetzt übrig, wo ich nicht genau wusste, ob die doppelt belegt werden, aber ich habe es jetzt einfach mal so gelassen. Okay, dann geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt eine
Step 1 und Step 2. Okay. Ich habe jetzt eine C8. Wo ist denn die C8? C8. Nee, das ist alles A und das kleine hier auch. Haben wir hier irgendwo C8? Ja, da haben wir C8 und zwar zwei Stück. Das ist fast kaputt gemacht. So, das ist. Oh nein! Oh! Nee, da war ich. Seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Mensch, an dich werde ich gleich mal kleben. Das ist doof. So. Jetzt werden wir das jetzt erstmal hier machen. Und zwar ist es natürlich so ein bisschen biegsam, ja, aber man soll es nicht so zerbrechen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Mensch! Egal, weiter geht's. Und zwar füge ich das jetzt hier oben ein. Oi, das ist kniffelig. Dette ist kniffelig. Von der anderen Seite vielleicht. Oh. Ja, genau. Und dann wird das hier festgemacht. Ich höre es schon wieder knacksen. Ich höre es schon knacksen. Okay, ich glaube, das müsste auf jeden Fall definitiv, wenn das geht, irgendwie noch ein bisschen tiefer. Ich nehme das mal kurz hier. Mal vielleicht mal zwei Dinger raus und schieb das noch ein bisschen runter. Das ist nämlich nicht ganz unten. Ich glaube, das würde noch ein bisschen runtergehen. Wisst ihr, warum ich das jetzt so runterdrücke? Damit auch dieser Arm ein bisschen Platz hat. Sonst, genau, geht das nicht ganz runter. Na, dann hänge ich die halt gleich noch mal rein. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. So, auf jeden Fall ist dann der hier so ein bisschen gebogener. So, jetzt machen wir die wieder rein. Alles kein Problem. Hoffe ich doch. Genau, das eine haben wir schon. Das müssen wir nämlich jetzt achtmal machen. Und ich hole mir jetzt mal ganz kurz mal einen Tesa. Vicky, du musst mal aus dem Weg, sonst kann ich nicht laufen. So, da bin ich wieder. Da. Ich mal den Tesafilm mal geholt und dann müssen wir halt hier das leider Gottes ein bisschen kleben. Da war ich aber jetzt selber dran schuld, weil ich wirklich auch dran gezogen habe. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es so ein bisschen stabil bleibt und ich das trotzdem anbringen kann. So. Dann muss ich das jetzt machen. Genau. Dann machen wir den nämlich jetzt direkt so. Einmal. Oh, der geht schon viel einfacher. Zweimal. Dreimal.
einmal. Na, vielleicht. Weil der doch nicht so tief drin ist. Oder kommt der so rein vielleicht? Ah, warte mal. Warte mal. Geh du noch mal raus. Geh noch mal raus. Vielleicht doch, dass sich das da unten so ein bisschen einhakt, sehe ich gerade. Und dann hier so. Ja, genau, so ist nämlich richtig. Heieiei, das ist nämlich so ein kleines Häkchen, seht ihr das? Und das muss nochmal hier durch dieses Loch rein. Ich habe nämlich gerade gedacht, dass das eine Teil vom Grammophon gar nicht richtig sitzt und die sind auch so instabil. Ja, jetzt haben wir es. Ich hoffe, dass es jetzt alles ohne Fehler hier weitergeht. Vor allen Dingen ohne was kaputt zu machen. Na? So. Jetzt glaube ich, ist es besser, ne? Ja. So. Dann setzen wir das hier drauf. Das war nämlich jetzt gar kein Problem. Das ging jetzt ganz einfach. Okay. So, da habe ich noch ein paar, ne? So, das nehme ich auch noch eins. So. Das geht auch super. Ich glaube, später wird es total kompliziert, die Dinger hier aneinander zu halten. Aber egal, wir machen das jetzt erstmal so fertig. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, finde ich. So. So. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder da. Bin ich wieder. Musste nur kurz was für Flöcki hinstellen. So. Mache ich mir die schon mal hier raus. Die restlichen. Das müssen doch aber eigentlich. Fehlt mir da jetzt eins? Ich mich jetzt. Ach nee, da ist noch eins. Ich dachte gerade, ich hätte mich da jetzt verguckt. Okay, was ist dann das letzte? So, dann geht's hier weiter. So, manche gehen super gut durch und manche sind so ein. Ah, das ist, glaube ich, das A. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen größer. Das kann auch sein. Das ist das Hauptteil, ne? Gehe ich mal hier außen von der anderen Seite einfach dran. So. Eieiei, jetzt geht es aber schwer. Also ich muss mich jetzt gerade so konzentrieren, dass ich tatsächlich nicht mit euch reden kann. Es tut mir leid. Aber ja. So. Es soll ja auch schön werden. Ich will es auch nicht kaputt machen, ne?
So, und das muss jetzt hier rein. Ja, und das ist aber irgendwie zu breit, finde ich das. Oh, ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Nein, 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 nein. Ach komm, ich möchte jetzt, dass du da reingehst. Ohne, dass ich es kaputt breche. Oh, das geht nicht rein. Ich werde wahnsinnig. Das geht nicht. Das geht nicht. Wieso geht das denn jetzt nicht da rein? Warte mal, das kann auch sein. Ich tausche das jetzt eben gerade mal. Dass es tatsächlich ein bisschen breiter ist. Nein. Nein, 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 nein. Komm, du musst jetzt da rein. Mensch. Nicht noch an der anderen Seite kaputt gehen. Nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das wollen wir gar nicht. Oh. Sehen wir noch aus einem Faden. Oh Gott, gleich macht's krack und dann ist es vollkommen futsch. Ah, aha, aha, aha. So, unten. Oh, pff. Ey, jetzt aber. Okay, das steht zu weit runter. So, das hier wieder rein. Und jetzt kommt der letzte. Das letzte Flügelchen kommt jetzt da drauf. So. So. Und jetzt muss das hier einigermaßen stimmig sein. Also, das sieht das schon mal. Also, es sieht das schon mal so aus, wie es sein soll, ne? Guckt mal. Hallo? So, setzt du dich jetzt mal ordentlich da drauf? So, genau. Ne? Dass man dich mal zeigen kann. Also, okay. Also zumindest mal sind die Dinger dran. Jetzt geht's weiter. Oh Gott. Da kommt jetzt 8. Ah, da kommen jetzt Verbindungsstücke dran. Und zwar A. A. Was? A. A. X. A. Mein Gott, ich bin so doof. A mal 8. Also 8 mal A sozusagen. Das sind diese Verbindungsstücke. So, wo sind die denn jetzt überall? Ah, hier. Genau, das sind diese kleinen Dinger hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Und die verbinden jetzt. Oh, meine Haare sind mir gerade im Weg. So, und die werden jetzt hier, werden die jetzt miteinander verbunden. Genau. Damit das schön stabil bleibt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir und das macht auch Sinn. So, sehr schön. Hier auch.
So, das sieht natürlich jetzt wesentlich besser aus, aber du musst da noch richtig rein. So, oh ja, gucke dir mal. Das sieht auf jeden Fall besser aus, ne? Sehr schön. Hoch, wir sind ja auch gleich fertig. So, dann habe ich noch eine B22 und die kommt in die Mitte da rein. Das ist nämlich das da. Genau. Und das darf jetzt hier, ach Gott, was für ein Gefriemel. Das darf jetzt hier in die Mitte rein. Wo ist denn mein abgebrochenes? Hier. Das darf jetzt so ein bisschen in die Mitte rein. Ich will es aber nicht zu sehr. Ja, doch, es geht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Besser als ich dachte. Oh, sehr schön. So. Und jetzt kommt hier eine 2x B24. Wo haben wir eine B24? Also das hier ist schon mal komplett leer. Da haben wir zwei C6, da haben wir eine... gerade mal nicht etwas vergessen. Was habe ich gesagt? Was reinkommt? 2x B24, ne? Okay, das sind diese langen Dinger da. Einmal, zweimal. So. Und wie kommen die dahin? Werden die jetzt so da durchgestochen? Ich lasse das jetzt mal so. Mal gucken, ob das so richtig ist. So. Und dann kommt... So ist das jetzt, ne? Okay, dann kommt jetzt die C10. Die 10-10. So, da haben wir einmal die C10. Und dann hinten dran kommt eine C6. Ich muss das noch ein bisschen weiter. So. Okay. Und da hinten dran kommt eine C6. Ah, sehr schön. Das ist so ein, wie ein kleiner Violinschlüssel. Das kommt da hinten dran. Ich denke mal, dass das so hingehört. Oh, warte mal. Erstmal rein, dann können wir es nachher wieder ein bisschen zurückschieben. Okay, wir lassen es mal so. Ich denke, dass wenn ich das nächste dran mache, dann wird es besser. Dann haben wir noch mal eine 10C. Und die hat ebenfalls eine C6. Ja, hebt, aber es geht noch ein kleines bisschen durch. Geht aber nicht. Doch, geht. Ja, super. So, Leute, wir sind jetzt gleich fertig. Ups. Ach, herrje. So, dann haben wir noch eine, muss ich gerade mal überlegen. Die haben, das steht so da und dann kommt hier hinten der Arm, genau. Und da kommt jetzt hier unten noch eine B20. Ja, da
haben wir also die B20. Jetzt aufpassen, dass ich da jetzt nichts kaputt mache. C20 und eine C12. So, und dann wird das Ganze hier drauf gesetzt. Es ist fertig! Das Grammophon ist fertig. Steht das richtig so? Ja, ne? Ja, ist richtig, ne? Ja. Das Grammophon ist fertig, ihr Lieben. Oh, wie schön. Wie schön. Schaut es euch an. So, der Teller dreht sich. Und hier sind noch so zwei, drei kleine schöne Ornamente. Hier kann man die Schublade auftun. Da kann man vielleicht einen geheimen Schlüssel oder so reintun. Hier ist der Boden. Ja, voll cool. Voll cool. Ja. Ich merke gerade, ich habe was vergessen. ja, also das gehört eigentlich... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Huch! Oh nein! So, wenn wir das mal hier in Einzelteile zerlegen hier. Das kommt nämlich eigentlich noch hier drauf. So. Und dann kommt das hier drunter. So. Genau. Ja, richtig so. So. Dann kommt mein... So natürlich. So. Dann jetzt sieht es auch noch mal schöner aus, ne? So. Genau, dann kommt nämlich, warte mal, ist das auch wieder? Doch, das war doch richtig jetzt, genau. Dann kommt hier der Greifarm. Hier kommt der Greifarm. So. Jesus, nee. Himmel, Himmel, Herrgott. Ich sehe jetzt schon, wie er betend vor dem Bildschirm sitzt und sagt, was tut sie? Was tut sie denn da? Ja, ich will das jetzt einfach nochmal richtig haben hier. So, und ich will auch, dass sich das hier dreht. So wie sich das auch vorher so schön gedreht hat. Und nein, ich werde es jetzt nicht kaputt machen, sondern ganz behutsam werde ich das jetzt machen. So, genau. Kleines bisschen darf es noch rein. Komm, ich weiß, dass du noch ein bisschen reingehst. So, genau. Okay, dann kommt der Greifarm rein. Und dann hier noch das Grammophon. Also, das Ganze heißt der Grammophon. So. Jetzt ist es besser. Und es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Alles gut. So, das hatte ich nämlich vergessen. Oh mein Gott. So, Leute, jetzt ist es aber vollständig. Was für ein spannendes Finale. Muss ich gerade mal gucken, wo kommt denn das jetzt daher? Ach, das ist rausgesprungen. Na, ist ja nicht so schlimm. Da ist hier so eine Ecke, das muss ich nur wieder reindrücken. So, ihr Lieben, also, ich habe jetzt, gefühlt einen Nachmittag dran gesessen. Also ist auf jeden Fall mal ein schöner Zeitvertreib. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit Modellen, für die man mehrere, vielleicht sogar 100 Euro ausgibt. Natürlich nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist dekorativ und
Wer für kleines Geld sich mal so einen Holzbausatz kaufen möchte, dem würde ich auf jeden Fall dazu raten. Passt aber auf jeden Fall auf. Ich habe das hier an drei Stellen ein bisschen kleben müssen. Das klappt ganz gut mit Tesa. Man kann es dann trotzdem auch weiterverarbeiten. Aber wie gesagt, zum Ausprobieren und just for fun ist es auf jeden Fall super. Wird auch einen kleinen Ehrenplatz bekommen. Und wenn ihr allerdings dann wirklich was Hochwertiges haben möchtet, dann glaube ich, ist da auch der Kaufpreis nach oben hin keine Grenzen gesetzt, gell? Aber so für den Anfang und zum Ausprobieren eine klare Kaufempfehlung von mir. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Grammophon-Holzpuzzle-Video gefallen. Ich glaube, das waren inzwischen oder sind es insgesamt vier Teile, die ich aufgenommen habe und jetzt zu einem großen Video zusammengeschnitten habe. Ich glaube, so ein großes Video habe ich noch nie gepostet. Ich hoffe, es gefällt euch und ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch hier und da ein bisschen mitgefiebert. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bleibt gesund und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Ganz liebe Grüße, eure Sabrina.